Plug-in-Hybride boomen derzeit wie sonst keine andere Sparte, außer rein elektrische Fahrzeuge. Den Begründer aber dieser Plug-in-Hybrid-Technologie, den habe ich hier vor der Kamera nun stehen, der Mitsubishi Outlander. Den gibt es schon seit mehreren Jahren eben mit dieser Technologie und ich möchte ihn mir und für euch natürlich auch jetzt im Detail anschauen. Außen, innen die Platzverhältnisse, der Kofferraum, was kann die Technik hier noch mit den vielleicht moderneren Fahrzeugen im Vergleich mithalten und am Ende gibt es noch ein kleines Fazit, wenn ihr dran bleibt. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, das ganze Video zu liken, aber vor allem aber auch zu kommentieren, denn eure Meinung da draußen interessiert mich brennend und ich möchte im Anschluss an dieses Video mit euch diskutieren. Und jetzt starten wir in die Videovorstellung zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Viel Spaß! Schauen wir uns den Mitsubishi Outlander erst einmal von außen an. Er hat ja letztes Jahr eine komplette Modellpflege bekommen und damit auch das neue Markengesicht mit dem sogenannten Mitsubishi Dynamic Shield. Das Dynamic Shield setzt sich aus diesen Chromspangen hier vor allem zusammen, die so ein paar Backen simulieren, einem Wabenkühlergrill und den Chromspangen, die hier in der Mitte sind. Die Chromspangen übrigens gehören zur Top-Ausstattungslinie, die auch wirklich top heißt. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig hier bei unserem Top-Modell, sowie eben relativ viel Chrom-Zierrad, den Outlander-Schriftzug. Ich persönlich finde, das hat so ein bisschen was von Land Rover, die da auch ja ihre Namen draufschreiben. Insgesamt ist es aber auch natürlich ein SUV und wie so ein SUV wirken soll, das ist ganz klar, imposant im Auftritt, aber nicht allzu groß sein von den Abmessungen. Und was haben wir für Abmessungen? 4,69 Meter ist die Länge, 1,71 Meter ist die Höhe, 190 mm die Bodenfreiheit, 18 Zoll Räder haben wir hier drauf. Was mir gut gefällt ist, wir haben hier große Fensterflächen an der Seite, wir haben sehr große Außenspiegel, in denen man auch wirklich viel sieht. Und was ich, jetzt kommen wir auch zum Heck schon, wirklich ein absolutes Highlight finde, da darf der Kameramann gerne zu mir kommen, das ist nämlich der Ladeanschluss für die Stromversorgung. Und zwar haben wir auf der linken Seite einen Typ 1 Stecker, der beim Mitsubishi Eclipse Cross bereits auf Typ 2 umgestellt wurde. Beim Outlander hat man das leider nicht mehr gemacht. Und hier rechts haben wir einen Schnellladeanschluss nach dem asiatischen Shademo-Anschlusstyp. Der sorgt dafür, dass man bidirektionales Laden ermöglicht, deswegen eben auch Shademo und kein CCS, da die Asiaten eben oftmals das Fahrzeug auch als Stromspeicher für den Haushalt verwenden. Das heißt, das Fahrzeug liefert den Strom für den Haushaltsanschluss und so ist es eine gute Möglichkeit eben hier nicht nur den Strom ins Fahrzeug zu nehmen und das Fahrzeug anzutreiben, sondern eben auch andere Geräte damit zu versorgen. Die Möglichkeit besteht übrigens auch über die 220 Volt Steckdosen, dass ihr eben Akkus für Fahrräder oder ähnliches laden könnt. Kommen wir dann zum Heck. Da zeigt sich eine weitere spezifische Modellpflege. Und zwar die komplett roten Rücklichter. Mir gefallen die jetzt sehr, sehr gut, dass die einfarbig sind. Und dann haben wir noch hier eine schöne Chromspange, die diese Lichter miteinander verbinden soll optisch. Und am Heck prangt dann ebenfalls wieder ganz groß der Outlander Plug-in-Hybrid-Schriftzug. Wir haben eine Rückfahrkamera hier, die eine gute Auflösung bietet, sowie Rückfahrpiepser und eine elektrische Heckklappe, aber bis die sich öffnet, dürft ihr euch zum Beispiel noch mal einen Kaffee holen.
ist, glaube ich, die langsamste öffnende und schließende elektrische Heckklappe, die es gibt. Aber sie hat auch einen sehr guten und feinfühligen Einklemmschutz. Dafür natürlich für Kindersicherheit den Daumen nach oben. Dann schauen wir hier einmal in den Kofferraum hinein, wenn die Heckklappe schon offen ist. Ich kann mit meinen 1,78 fast gut drunter stehen. Und wir haben einen eher breiten Kofferraum. Wir haben eine sehr hohe Ladekante, die so knapp über Kniehöhe ist. Dann haben wir hier ein Fach, darunter verbirgen sich dann die zwei Ladekabel, eben das Typ 1 Stecker, Ladekabel für die Ladesäulen und dann der Haushaltsziegel. Schließen wir das Ganze, haben wir zwei große Ablagefächer hier an der Seite. Da geht sogar so eine 1,5 Liter Flasche, die kann da wunderbar drin liegen. Und hier haben wir eben auch schon den ersten 220 Volt Anschluss, mit der ihr zum Beispiel Haushaltsgeräte wunderbar betreiben könnt. Dann sehen wir hier Cupholder. Warum sind denn hier Cupholder drinnen? Das werden sich viele fragen. Ja, es gibt auch den Outlander als Verbrenner und dann eben gab es ihn als Siebensitzer. Das ist noch sozusagen das Relikt daraus. Wir haben ein praktisches Laderaum-Rollo hier drinnen, das auch leicht rauszunehmen ist. Und dann können wir auch die Rücksitzbank im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegen. Ich mache das einfach mal mit der einen Seite. Wunderbar. Wir sehen, dass das Ganze hier leicht nach oben ansteigt, die Ladekante, die Ladefläche. Und das ist ein bisschen schade persönlich. Das wäre schön, wenn das flacher wäre, dann könnte man noch mehr reinbekommen. Jetzt kommt es natürlich auf die Standardvolumina an und da haben wir 451 Liter im Basisbereich, weil wir hier ein Soundsystem verbaut haben und maximal sind es dann 1605 Liter. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir machen das hier wieder zurück und ich springe schon mal hier auf die Rücksitzbank und ihr kommt rum. Ich habe Platz genommen hier im Fond des Outlander Plug-in Hybrid und ich sitze sehr, sehr angenehm. Zwar erhöht, wirklich so leicht, so ein bisschen nach hinten versetzt, so eine Art Kinoposition persönlich. Das heißt, die Bank ist recht hoch montiert. Die Füße passen aber wunderbar unter den Vordersitz. Ich kann sie sogar leicht ausstrecken. Kniefreiheit habe ich auch genügend. Der Vordersitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Im Kopfbereich habe ich auch genügend Freiheit, also da oben passt auf alle Fälle noch jede Menge nach oben. Ich könnte so einen größeren Hut sogar anziehen. Einen Haltegriff gibt es hier und einen Kleiderhaken. In der Mittelkonsole haben wir dann Luftausströmer, eine 230 Volt Steckdose haben wir jetzt hier und ein USB-Anschluss, also Stromversorgung ist hier im Fahrzeug gar kein Problem. Wenn die Kinder mitreisen und Kinder reisen natürlich meist auf Kindersitzen, die können an den Außenpositionen mit Isofix gesichert werden, aber die Isofix-Haken, ja, die sucht man hier so ein bisschen unterhalb der Lehnenpolsterung. Die Lehne ist in der Neigung verstellbar. Die Kopfstützen gehen angenehm weit raus, wie wir sehen. Es gibt hier in der Mitte noch eine Armauflage mit zwei Cupholdern und hier hinten war es das dann quasi eigentlich auch schon mit dem Eindruck. Deswegen gehen wir gleich in die erste Reihe, die ja auch viel interessanter ist für die meisten von euch da draußen. Im Zuge der Modellpflege hat der Mitsubishi Outlander neue Vordersitze bekommen. Die sind jetzt merklich komfortabler. Man hat jetzt deutlich mehr Seitenhalt, auch wenn hier immer noch Seitenhalt in Anführungszeichen zu setzen ist. Die Auflage für die Schenkel ist vielleicht ein bisschen kurz. Da würde ich mir noch eine aussichtbare Schenkelauflage wünschen. Das wäre schön. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe verstellbar. Und da findet man auch wirklich recht leicht und schnell seine richtige Sitzposition hinter dem Lenkrad. Nach oben hin haben wir auch genügend Kopfweit, obwohl hier im Top-Ausstattungsmodell ein Glasdach verbaut ist. Zwar kein Panoramadach, aber so ein kleines Schiebedach finde ich immer ganz nett. Sorgt dafür, dass hier trotzdem noch ein bisschen Licht in den Innenraum kommt. Sehr schön übrigens auch die Polsterung. Ich finde diese Steppung hier sehr schön, die man hat. So einen weißen Absatz oder Versatz hier, so eine Keder hat man dann noch eingelassen. Ich finde, das ist schön. Und ein richtig großer Vorteil übrigens für euch Familienväter da draußen. Der Beifahrersitz hat Isofix-Haken. Also dafür auch ein Top von meiner Seite. Und jetzt erkläre ich euch einmal das Cockpit hier.
im Outlander Plug-in Hybrid. Bei der Modellpflege wurde ebenfalls auch das Cockpit neu designt, natürlich aber auch wesentlich um den Monitor erweitert, der jetzt einfach 8 Zoll Größe hat und auch eben den anderen Mitsubishi-Modellen entspricht. Große Kacheln, immer noch eher etwas rudimentärer in der Aufmachung gegenüber moderneren Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen wie zum Beispiel einem Seat Leon etwa. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier wirklich große Kacheln, die wir eben zielsicher während der Fahrt treffen. Das finde ich ganz gut. Wir haben einen DAB-Anschluss, wir haben ebenfalls USB-Anschlüsse und wir können ebenfalls Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Das sind ja die wesentlichen Dinge. Natürlich gibt es auch ein Navigationssystem. Ich persönlich finde dieses System zwar optisch erst einmal ganz okay, aber irgendwie in der Bedienung jetzt vielleicht nicht so schick gelöst. Deswegen, wenn, dann nehme ich hier meist Android Auto oder Apple CarPlay. Dann haben wir hier eine Klimaautomatik, 2-Zonen-Klimaautomatik, ebenfalls noch mit normalen Drehreglern und Tasten, so wie man das eigentlich eben haben möchte, zumindest ich. Dann darunter gut platziert den Warnblinkerschalter. Weiter unten haben wir dann einen Schacht, wo wir den Schlüssel unterbringen können, wenn wir möchten. Wir haben einen 12-Volt-Anschluss sowie eine Regulierung der elektrischen Heckklappe. Dann hier ist der USB-Anschluss für das Apple CarPlay oder Android Auto, die Lenkradheizung, dann den Blindspot-Detektor und hier können wir eben sagen, dass wir unsere Stromversorgung umstellen auf Laden von Haushaltsgeräten. Dann haben wir noch die Eco-Mode-Taste. Mein Handy passt hier in die 2 Cup-Holder wunderbar hinein. Und da gibt es auch eine Blende. Das ist jetzt auch kein Hochglanzschwarz, sondern da hat man so ein bisschen Musterung drinnen, damit man nicht unbedingt jeden Kratzer sofort sieht. Dann der kleine Stick hier für das CVT-Getriebe und die Modi für den Plug-in-Hybrid oder für den elektrischen Antrieb sowie Safe Battery, Charge Battery und Electric. Da können wir dann zuschalten. Dahinter haben wir dann die Allrad-Zuschaltung über den Motor an der Heckachse, eine Hinterachse und die Sporttaste sowie hier die Parkbremse. Die Schalter für die Sitzheizung sind etwas, sagen wir mal so, versteckt hier untergebracht mit High und Low, zweistufig. Dann haben wir eine Armauflage und ein Fach, wo man noch so Kleinutensilien unterbringt. Leider ist aber die Armauflage hier nicht in Höhe und Länge verstellbar. Kommen wir dann nochmal hier zur Fahrerperspektive. Da haben wir dann ein klassisches Mitsubishi-Lenkrad, wie man es echt jetzt in jedem Mitsubishi-Modellen kennt. Wir haben hier links die Telefon- und Sprachsteuerung-Bedienung. Dann geht es hier um Audio, Lautstärkenregulierung, Skippen von Tracks oder das Einschalten der Rückfahrkamera haben wir hier die Möglichkeit oder das Wechseln der Audioquelle. Auf der rechten Seite dann der Tempomat. Dann sehen wir hier schon das zusätzliche Symbol für die Abstandsregelung. Wir haben auch einen Limiter vorhanden. Dahinter 2 Schaltpedals für die Rekuperation des Antriebes. Links schalten wir dann in die stärkeren Rekuperationsstufen, also bis B5 ist schaltbar und rechts schalten wir dann wieder runter oder aber bis B0, das bedeutet dann Segeln. Wir sehen so ein bisschen, die Lüftungsdüsen sind so ein bisschen zum Fahrer hin geneigt. Wir haben ein klassisches Kombi-Instrument mit Rundinstrumenten, analogen Uhren vor allem auch. Mir persönlich gefällt es gut, weil es eben sofort ablesbar ist. In der Mitte ist noch ein kleines Display, dass wir dann hier über den Taster versteckt hinter dem Lenkstockhebel bedienen können, um die Bordcomputer-Menüs durchzublättern. So, dann Reifendruckkontrollsystem, das müssen wir prüfen lassen in der Werkstatt. Da sind einfach nur die Sensoren noch nicht richtig angelernt. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Auf der linken Seite haben wir dann nämlich auch noch eine kleine Assistenzleiste für Auffahrwarner, Spurwechselwarnung oder Verlasswarnung, dann die Parksensoren, dann auch das Ausschalten des akustischen Rückfahrsignals sowie die elektrische Heckklappe zum Öffnen und das Entriegeln der Tankklappe. Und bevor wir jetzt aber losfahren, schauen wir unter die Motorhaube, was wir denn hier für einen Antrieb haben. Ja, die Motorhaube ist ein schweres Drum, was wir erst einmal nach oben stemmen müssen.
und dann sichern wir es hier mit einem Stäbchen. Und darunter befindet sich dann der 2,4 Liter Vierzylinder Saugmotor mit 99 kW und der erste Elektromotor mit 60 kW. Das ist sozusagen auch die Hauptpartie, die den wesentlichen Vortrieb des Outlander Plug-in Hybrides sicherstellen in den meisten Fällen. Wir haben noch einen zusätzlichen Elektromotor mit 70 kW an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 165 kW und von 0 auf 100 geht es in gemütlichen 10,5 Sekunden. Aber unser Outlander Plug-in Hybrid wiegt ja auch knapp über 2 Tonnen hier als voll ausgestattetes Top-Modell und somit auch schon so die Tendenz ist erkennbar, wo geht es denn hin? Dynamisch ja vielleicht eher nicht, eher gemütlich und aus dem Hintergrund würde ich mal sagen, wir starten jetzt zu einer gemütlichen Ausfahrt hier durch das schöne Altmühltal. Auf der Straße zeigt sich der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid als sehr angenehmes Reisefahrzeug. Wir haben geringe Windgeräusche, geringe Abrollgeräusche. Natürlich, gerade wenn man voll elektrisch unterwegs ist, ist das sehr relevant für einen, dass es hier innen auch ruhig ist. Das Soundsystem, was hier verbaut ist, ist auch ganz gut, sorgt dafür, dass die Musik angenehm genossen werden kann auf längeren Etappen. Bisschen schade persönlich finde ich, dass man das Fahrwerk scheinbar nicht dem deutlich erhöhten Gewicht optimal angepasst hat, denn es ist sehr straff abgestimmt. Gerade im Stadtverkehr werden kürzere Stöße immer mal wieder recht trocken durchgereicht. Das würde ich mir besser wünschen, da wäre ein adaptives System natürlich deutlich im Vorteil. Ebenfalls bei der Lenkung gibt es so einen kleinen Kritikpunkt. Sie ist sehr leichtgängig, hat hohe Lenkwinkel, sorgt dafür, dass man dann eher ein bisschen mehr am Kurbeln ist, gerade im Stadtverkehr, beim Ein- und Ausparken oder engen Kurven. Und auch die Rückmeldung von der Straße fehlt mir so ein bisschen. Okay, es ist kein Dynamiker auf der Straße, was man auch merkt, sobald man eben zu schnell in eine Kurve angefahren ist, schiebt der Outlander frühzeitig über die Vorderachse, aber alles bleibt sehr gut beherrschbar. Beim Antrieb gefällt mir sehr gut, dass man eben die Rekuperationsstufen so hoch wählen kann. Gerade wenn man in der höchsten Rekuperationsstufe ist, dann kann man ein sehr schönes One-Pedal-Drive umsetzen beim Plug-in-Hybrid hier, was mich durchaus sehr beeindruckt. Kommen wir zum Ende hier mit dem Outlander Plug-in Hybrid Video und ich bin ehrlich gesagt begeistert von dem Auto, trotz der vielleicht für den einen oder anderen schon eher angestaubten Technik, die hier verbaut ist. Das Auto ist super praktisch, bietet viel Platz, lässt sich angenehm von A nach B bewegen. Die elektrische Reichweite mit knapp über 40 Kilometer in der Praxis entspricht aktuell den auch moderneren Plug-in-Hybriden. Und ich bin der Meinung, dass das Auto die Chance hat, sogar noch mehr Kunden zu finden, als er es bis dato schon gefunden hat. Und es ist ein gutes, dass Mitsubishi sich doch nochmal auf den europäischen Markt konzentrieren möchte, auch wenn das dann eher mit umgelabelten Renault-Modellen der Fall sein wird. Dennoch, die Marke hat es verdient, hier in Europa weiterhin präsent zu sein. Beim Outlander Plug-in Hybrid sieht es so aus, wenn ihr den haben möchtet, 39.990 Euro ist der Basispreis. Mitsubishi verdoppelt derzeit den Umweltbonus, das heißt, ihr würdet jetzt 9.000 Euro Rabatt bekommen auf die Basis. Oder aber ihr nehmt die Top-Variante, kostet 50.990 Euro plus 790 Euro für den Metallic-Lack, der hier drauf ist. Und da muss ich schon sagen, Chapeau Mitsubishi, geiles Auto, toll. Und vor allem schnellladefähig. Und genau das gehört in ein Plug-in-Hybrid für meine Begriffe hinein. Denn wenn ich zum Einkaufen fahre, dann möchte ich ihn anschließen und dann möchte ich auch wieder voll elektrisch zurückfahren können. Jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und die Abo-Glocke zu drücken, damit wir uns demnächst hier bei UBI Tested auch wiedersehen. Ich sage Tschüss und Servus hier aus dem wunderschönen Weltenburg
Euer Ubi.